Das Gymnasium Immensee ist bekannt für seine innovative Unterrichtsgestaltung. Schon 1995 haben wir das selbstorganisierte Lernen, SOL, eingeführt. SOL bedeutet, dass die Lernenden an 2 Halbtagen pro Woche selbstverantwortlich an Aufträgen und Projekten aus dem Unterricht arbeiten. Dafür stehen individuelle Lernbüros und großzügige Lernräume zur Verfügung. Das SOL erfordert Teamwork und Planung. Die Schülerinnen und Schüler werden von Lehrpersonen beaufsichtigt und unterstützt. Für die Vorbereitung auf Universität und Beruf ist SOL wichtig. Professor Jürgen Oelkers von der Uni Zürich stellt fest, in fachlicher Hinsicht sind die Gymnasien leistungsfähig, im Blick auf die Strategien des Lernens dagegen wesentlich weniger. Darauf an, den Unterricht so zu entwickeln, dass die Schüler selbstständiger arbeiten und ihre Problemlösungen stärker als bislang reflektieren. Genau dies lernt man im SOL am Gymnasium Immensee. Also was ich am SOL sehr positiv finde, ist auch, dass die Lehrer uns die ganze Verantwortung geben. Und im SOL, wir lernen auch wirklich arbeiten, auch in Hinsicht auf die Uni später, aufs Studieren. Das ist auch eine gute Sache. SOL ist ein prägendes Merkmal vom Gymnasium Immensee. Es wird laufend überprüft und verbessert. Von diesem Erfahrungsschatz profitieren unsere Schülerinnen und Schüler ganz besonders. Die Bereitschaft, Unterricht und Lernen immer wieder neu zu erfinden und zu optimieren, bestätigen dem Gymnasium Immensee auch die Experten in ihrem Evaluationsbericht 2012. Das Gymnasium Immensee ist eine Schule in Bewegung. Herausgefordert durch Geschichte und Gegenwart, zeigt es sich in hohem Maße veränderungsbereit und erneuerungsfähig.